Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der in diesem Spiel Sam Dice OD. Der Blut ist noch nicht ganz zu Ende, aber ich kämpfe noch wacker. Ja, ich kriege Besuch. Aber ich habe hier zum Glück schon aufgewertete Beton vorgemacht. Also habe ich keine Munition mehr. Mein Tor hat mir über die Runde helfen. Ich werde damit gerade nicht wissen. Aber das ist zum Glück ein ganz gutes Tor. Da hat er nicht ganz hingeschossen, ne? So, ich hoffe, der Ball vorbei ist. Dann, ich habe jetzt einen großen Plan. Ich will jetzt im Prinzip meine Basis umbauen. Und zwar Richtung Festung. Übertriebenermaßen. Den Kellerzugang will ich deaktivieren. Ich hatte einen kleinen Trauma von Sternen, ne? Aber denkt man, sie überleben wir auch noch. So. Gute Nacht, Zombies. Ja, noch eine. Einer der Wolves. Die Sau. Junge, der hat einen Klops, ne? Aber gut, meine Munition geht echt zur Neige. Und ich werde mir jetzt echt überlegen müssen, ob ich jetzt, ja. Erstmal das Loch zu machen. Damit wir sicher sind. So, dazu habe ich jetzt einmal hier ein paar Fallen. Nehmen wir gleich mit. Stahlgerüst haben wir dabei. Beton werden wir auch gleich nehmen. Ja, das ist die Flasche nämlich raus. Da ist der Selbstmörder hier, wenn die Dinger nimmt hier. Ja. Ach ja, hier. Oh, doch nur hier. So, haben wir genug Zeit. Gute Tür. So. Was aber verrückt hier mit ihrer scheiß Klapperei hier. So, jetzt brauchen wir Beton. So, haben wir noch 1000. Da haben wir noch 1000. Okay, wir brauchen jetzt, das haben wir, das haben wir. Dann machen wir das Loch immer zu. Und da habe ich auch noch ein paar. Ob wir noch mit mehr haben. Da haben wir noch ein paar. Nehmen wir mit. Dann werden wir mal das Loch einmal zumachen im Keller. Und dann werden wir uns einen neuen Zugang schaffen zu unserem Keller, ne? Dann hier sind sie irgendwo rein. Die ein Loch. Wahnsinn. Picker nehmen wir oben. Beton können wir lassen. So. So.
So, zugemacht. So, lange auf längere Sicht will ich hier den Keller nicht mehr nutzen. Das heißt, hier wird zugemacht komplett und ich schaffe mir ein. Oh. Ich schaffe mir einen komplett weiteren Zugang von innen. Ne, also hier wird zugemacht, mehr oder weniger. Unten kommt noch eine weitere Decke rein. So ungefähr denke ich mal, so wird das kommen. Und dann schauen wir mal. Hier werde ich komplett noch eine reinziehen. Aber das wird ja nicht reichen. Also hier muss komplett zugemacht werden. Ne? Und die sind ja so was verrückt. Die haben mir die Steine ausgeschlagen. So, jetzt gehen wir ganz kurz raus. Mal Sachen hier mal angucken. Ja, so das ist nicht schlecht, aber gut. Muss ich noch ein bisschen mit ausbauen. Da ist noch eine Stelle. Okay. Denn hier will ich im Prinzip von oben eine Schräge bauen und später eine Rampe, wo ich es im Prinzip erwarten werde. Also drei Blöcke breit ungefähr. So plane ich das. Ja, hier, also draußen. Schräge runter. Also ich will im Prinzip eine Möglichkeit geben, hochzukommen, aber mit entsprechender Begrüßung und dass ich im Prinzip hinter Eisengitter bin, dass er mir nicht empfangen kann. Und ich werde jetzt mal ja, von hier kamen sie im Prinzip fast gar nicht. Nur ein bisschen und das meiste von da oben. Haben wir auch keine Luft hier gelassen. Und sie kamen hier durch, ne? Also diese Dingsschneise haben sie eingeschlagen, ne? Jo. Gut. Jetzt gehen wir halt mal ganz kurz vorbereiten für den nächsten Zugang für den Keller. Das heißt, ich brauche mal einen Erdbohrer. Und Benzin. Benzin aber nicht bei mir, Kaffee bei mir, ist gut. Benzin. Noch Benzin. Ja, Erdbohrer. Der Block dem an, glaube ich, lassen jetzt bei ihm. Neben. Ja, eine Eisentür könnt ihr einbauen, aber die darin sind wir trotzdem ein, ne? Wie viel ist Munition? Und die kriege ich jetzt nicht hergestellt. Also was ich nicht weiß, aber ungefähr, was ich ungefähr vermute mal, dass ich hier im Prinzip entweder Wissenschaft oder das Chemie, Mechaniker oder Ingenieur. Also das ist im Schmieden von Eisen. Ja, und dass ich da vielleicht Munition herstellen kann. Ah, da brauche ich noch sehr viel. Ja, also ich habe einen Punkt. Das geht nicht. Okay, dann wollen wir hier gucken. Intelligenz. Klug. Warum zwei Punkte? Gut, das ist noch weit weg. Erdbohrer. Erdbohrer und nächster nehmen. Also Erd Ja, da haben sie mir das Latte hier. Ja. Hier die Wand eingerissen. Ich stand hier. Wer es gesehen hat, vielleicht, ne?
Und haben mir die Wand eingerissen, die Banausen. Das war so ein Riese. Das war so ein Riese bei. Das war nicht schön. So, Axt da rein. Und da. Ein bisschen Munition habe ich ja. Ich habe noch ein bisschen mehr normalerweise. Aber werden wir bald Ding besorgen, ne? Also. Leistung passt die? Ja, 84%. Ja, die beiden sind ganz gut hier. Natürlich muss ich hier, wäre natürlich Aufgang mit drei Feldern und dann entsprechend. Portal. Durch den Beton. Das ist ja überhaupt nicht gut, ne? Also, gut, der war nicht so wichtig. Also, von hier will ich jetzt im Keller rein. Und zwar deswegen, weil ich den anderen zumachen will. Und zwar einen relativ langen Weg. Muss ich mal schauen. Hier anfangen und dann schräge rein. Also zwei Felder wegnehmen. Ja, dann mache ich die weg. Hier können wir im Prinzip näher hochbauen mit unseren Dings hier. Eine Art Treppe bauen. Beim Erdbohrer geht das ziemlich zügig. Wir brauchen so Steine. Gehen wir Richtung Osten. Weil später werde ich hier eine Leiter bauen und hier eine Luke oder sowas bauen, ne? Mal sehen. Lass mich hier ein bisschen Platz schaffen. Sonst kommen wir ja nicht raus, ne? So, aber Beton machen wir hier keinen, das ist zu teuer. So. Pistole ist eh zur Zeit leer. Und so nach und nach eine Art Treppe bauen hier. Dann wieder rauskommen, ne? Ansonsten haben wir ein Problem. So. Platz schaffen. Am dicken Hintern kommen nicht hoch. So. Mal ungefähr gucken, ob wir jetzt hier so in die Richtung.
Ich meine, hier können Zombies auch durch reinkommen, aber ich will ja den Gang komplett zu haben. Also diesen Gang im Grunde nicht erst finden, ne? Durch den Erdbohrer sind wir relativ zügig, ne? Ich habe mal ganz kurz mal die Gamma wieder höher stellen, weil das sieht ja so ein bisschen ungünstig aus, ne? Standard. Ich habe ja eine Helmkamera. Von daher sollte man so hinkommen, ne? So, dann mal ganz kurz gucken. Ungefähr hinkommt. Ja, das könnte noch innen drinnen bleiben, ne? Ich will da nicht raus. Ich will noch nicht den Graben nicht erreichen. Ich will hier unterhalb des Grabens bleiben. So uns. Ein bisschen hurchen. Die Zombies sagen. Also die melden. Rein können sie jetzt ja nicht, also das ist ja zugemacht. Obwohl, wenn sie da lang genug schlagen und tun, ja, aber sind der tagsüber nicht so stark wie in der Nacht. Ist auch nicht so zahlreich, ne, das kommt auch noch hinzu. Was ich machen könnte, ist kurz hochgehen und zum einen Benzin holen. Und zum anderen, was auch ganz wichtig ist, ein paar Eisen mal einschmelzen. Na, nehmen wir lieber die Ampel. Ich glaube, ich muss essen, glaube ich. Da. Eisen haben wir nichts drin hier, aber eingeschmolzen haben wir schon so einiges. Dort haben wir Zement. Mehr kriegen wir nicht her. Also da wollen wir Ziegel reinmachen, Steine. So, schmelzen wir ein. Haben wir Eisen hier? Gut, dann machen wir nebenan rein. Ja. Einmal nicht viel, aber ein bisschen haben wir schon. So. Für das. Dann werden wir gleich ein paar herstellen. Und zwar ein paar hier. Und da haben wir drei. Drei haben wir schon mal gemacht. Jetzt machen wir hier. Das kriegen wir jetzt fertig. Eisenfallen kriegen wir fertig rein, theoretisch 101, hier werden wir mal 30 herstellen. So. 30. Das dauert 20 Minuten und den anderen werden wir auch noch entsprechend bestücken. Machen wir auch 30. So. Hier werden wir auch 30 machen. Denn wir halten noch ein bisschen Eisen übrig und wir können dann flexibel sein nachher beim ja, hier haben sie den Weg gefunden und vor allen Dingen von Nachbarhaus, ne? Das Ding werde ich mal wegreißen müssen komplett. Dann gehen die zumindest die Auffahrt. Also ich habe ja hinten überall im Haus da Boden weggeschlagen. Und bupf, kam so woanders rein. Ne? Also hier über den Vorgang runtergesprungen und dann hier rein. Ja, die haben sich schon einen Weg gefunden. Also hier haben sie so gut wie nichts weggeräumt.
Geht eigentlich. Aber sobald sie es hier eingeschossen haben, sind sie hier irgendwie durch. Und da oben hoch, da runter und dann zu mir in den Graben und dann sind sie auch schon im Keller gewesen. Im Keller, hier kann ich es abballern, aber im Keller kommt nicht ran. So, gehen wir wieder runter. So, die Eisendinger werden hergestellt, kann man ja entsprechend nachher. Ups. Hier müsste ich mir ja eine Überraschung bauen. Irgendwie. Aber da weiß ich noch nicht genau wie. Gehen wir ungefähr 45 Grad Keller rein. Ob nun genau diese Gradzahl ist, weiß ich nicht. Ich will wieder hochkommen, ne? Und sobald ich weiß, dass ich da angekommen bin, oh, hier ist Eisen. Das trifft also ganz gut. Wir müssen ja schon dicht an der Mine sein. Ah, Quatsch, unser Keller. Aber da kommen wir noch hoch. Das ist für Metall. Ich bin jetzt am Boden angekommen. Glauben wir unseren Keller angekommen. Oder? Genau. Wow. Wir haben einen Zugang geschaffen. Gut. Wenn wir den Schräger mal hochkommen würden. Hier die grüne Teil hier. So. Da muss ich hoch. Jetzt eine Treppe bauen, ne? Oder sowas, ne? Oh, mein Mann, genau. So, gegessen. So. Ich brauche ein paar Steine, Beton. Trifft sie ganz gut. Ich bin so froh, dass ich den Erdbeer gefunden habe. Wenn wir da anpicken hätten wir müssen. Oh, bevor es bald sein. So, das passt ganz gut hier. Dann gehen wir hier raus.
Und dann können wir gleich hier über unser hier mal ein bisschen wegmachen hier. Öfter lang laufen müssen, muss ein bisschen Platz sein, ne? Und hier mal einen Kopf stoßen hier. Und wir müssen das zumachen hier. Das ist so perfekt, oder ne? Das finde ich perfekt. Gut, Treppe bauen oder sowas hier. Und dann kommen wir schon hoch. Perfekt. Dann können wir uns den Zugang hier zumachen. Aber dann richtig, ne? Und zwar werden wir hier ganz kurz überlegen. Holz muss weg. Oh, was schlecht dafür, ne? Schläft mir der Arm ein. So. Was haben wir hier Schönes? Unsere Axt. So, nächste Folge gehen wir los und holen uns ein bisschen was Erkundungstour. So. Und zwar werden wir hier gleich Beton machen. Nicht zu schade. So. Dann werden wir hier auch gleich Beton machen. Den werten wir auf. Es war nur einmal Beton, aber egal. So. So können wir da drüben auch schöne Treppe machen, ne? Aus Beton. So, nächste. Weil dann ist nämlich hier unser Zugang zur Mine. Da wo das Loch ist, da wo haben wir jetzt eigentlich, da wo das Kreuz ist. So, und hier machen wir zu. Denn hier ist dann so ein Bereich. Müsste ich auch noch mal zaubern, Anführungszeichen. Und zwar Lampe abnehmen. Fackel abnehmen. Denn was ich nicht haben will, ist hier uns trotzdem noch besuchen, ne? Denn damit können wir rechnen. Decke. Da noch gleich einen rein. Da noch gleich. Den wir gleich einen vormachen. Denn die Brüder sind ja dermaßen frech. Sobald du einen Schwachpunkt anbietest und schon haben die auch einen gefunden. Das ist ja das Kuriose dabei. Ist verzeihen dir keinen Fehler und deswegen muss ich hinterher sein, dass wir dazu kriegen und zwar so schnell wie möglich.
Da wird nichts bauen. Dann was vor, aber ja, das haben wir. Das kann ein wesentlicher Grund. Wow. So, haben wir da hinten nochmal zumachen. Ah, da ist mal später angezeigt. Okay. So. Das andere wegnehmen, ne? Dann müssen wir da auch noch einen rein. Und da oben ist Decke von. Vom Keller oder sowas, ne? So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich habe euch mal kurz gezeigt, was ich so vorhabe, was ich geplant habe. Und wir gehen mal gleich los, die Düsen und was besorgen. Wir haben gerade 49 und wir müssen dringend Munition haben. Das heißt, hier ist mal zu. Später werden wir den Rest zumachen. Ne? Den Rest. Und da ist jetzt ein Fehler drin. So, später brauchen wir noch Eisen. Wir werden mal sehen, dass wir mal das hier näher zukriegen. Also von nach und nach. Also hier komplett zu. Dazu, dazu. Da wo ich stehe, zu machen. Hier runter zu machen. Hier so zu machen. Da unten ist mir egal. Denke ich mal, Kohle müssen wir hier ran. Dann machen wir hier auch gleich zu. Und dann gehen wir hier hoch und machen die auch zu. Dann werden wir hier auf dem Ende Ruhe haben. Dann müssen wir noch aufpassen, dass wir hier. Wenn wir hier was bauen, dass wir hier vielleicht eine Dreierbank hochsetzen, dass wir dann entsprechend anfangen können. Gut, ich sag mal Tschüss auf den Winkel, ciao, ciao. Es geht gleich weiter. Also es lohnt sich, ne? Denke ich mal, ne? Tschüss.